Hey Leute, willkommen zurück zu Pineview Drive. Tag 27. Und die Musik ist schon ein bisschen unheimlich hier. So, ich muss mal wieder Bilderteile suchen. Also immer noch, um es genau zu sagen. Zwei habe ich schon. Von vieren, schätze ich. Ah ja. Eine schöne Melodie mal wieder. Der Schädel macht nichts. Satan ist heute wieder ruhig. Ich möchte endlich mal wissen, was bei ihm passiert, Leute. Ich sollte das vielleicht mal ausreizen, so ein bisschen. Also des Nachts nochmal hingehen und ihn ansehen jetzt gleich. Es geht ja hier verflixt schnell, dass es Nacht wird. Aber ich habe hier im Haus neue Batterien gefunden, als ich mich ein bisschen umgesehen habe. Vielleicht sollte ich das heute Nacht auch mal tun. Mal die alten Orte ein bisschen abklappern. Wahrscheinlich brauche ich wieder einen Tipp. Ich soll mir auch mal die Bilder ein bisschen ansehen, habt ihr gesagt. Aber ich glaube nicht, dass sich da was ändert, oder? Guck mal, wie sie schon guckt. Ich glaube nicht, dass sich hier was ändert. Es ist immer wieder der gleiche Kram. Die Bilder, die sehen immer so aus, wie sie aussehen. Also mir wird es jetzt schon ganz schön unheimlich werden. Überleg mal. Man hat 30 Tage. Am 30. Tag stirbt man ja, hieß es. Und wir haben bald den 30. Tag. Ich meine, 27, 28, 29 und was kommt dann, hä? Ja, richtig. Dann sind wir tot. Schätzungsweise. Man weiß ja nicht, was kommt. Bisher war die Umgebung ganz schön feindlich mit uns. Aber gleichzeitig wurde uns ja auch geholfen. Unter anderem von Linda, nämlich, denke ich, dass sie das war. Die Möbel rücken sich wieder selbst. Oh. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass ich zu unserem Freund Satan zurückgehe. Kumpel Satan. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Lass mich raten, Pennywise ist heute Nacht wieder auf Touren, ne? Der ist auch nicht da. Ja. Hier wieder die Köpfe nach mir, ihr Schweinebacken, alle miteinander. Wo haben wir denn eigentlich? 11. Ich sehe dich. Ich sehe dich an. Fünf Sekunden ansehen, aber irgendwie passiert nichts. Ich sehe ihn nicht an diesmal. Ich schaue dich nicht an. Nein. Diesmal nicht, Vogelscheuche. Diesmal nicht. Ich habe eben gedacht, sie ist hinter mir. Warum geht das nicht? Sie war schon wieder hinter mir, ne? Ich weiß es doch. Es kommt nichts, Leute. Es kommt einfach nichts. Tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Aber Satan reagiert nicht, wenn ich ihn ansehe. Das ist schade. Irgendwie zumindest. Ich warte nur auf, dass die Vogelscheuche irgendwann hier im Haus steht und mich jagt, ne? Ich warte nur drauf. Ja, den Schlüssel werde ich wohl nie finden. Weil es keinen gibt. Haha. Hier wird auch nichts mehr kommen, denke ich. Oh, so Sachen hier. Als die Tür verschwand, das fand ich so gut, ne? Das war so super.
Da war die einfach weg. Na, schaust du mich wieder an? Nicht erschrecken, Leute. Nee, macht er nicht. Ich glaube, einmal reicht hier. Oh! Alter! Macht er nicht sowas? Nein. Hört jetzt im Garten rum. Oh! Was ist die Katze? Du kannst doch nicht die Katze! Ah, da stand sie eben, hab das gesehen! Du dummer Vogelscheuche! Da rennt die da rum. Beschütze mich! Du bist gar nicht die Nippelfrau, geh weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Er macht nichts. Warum machst du nichts? Ich find dich doof. Ja, du bist doof. Oh, erschreck nicht. Nicht erschrecken. Oh, Pippi ist wieder weg, ne? Ja. Pippi ist wieder auf Reisen. Du bist ein netten Clown. Ich schreit er mich gleich wieder an. Da, 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 da. Fernbedienung geht nicht. Das hier sieht doch aus wie eine Fotografie, aber es ist wohl nur ein Stück von dem Buch. So ein abgewetzter Titel oder sowas. Nein, ich gehe nicht in den Garten, Leute. Könnt ihr knicken, könnt ihr das? Könnt ihr abessen? Der Kühlschrank hört sich auch ein bisschen an wie die Clownströte, ne? So ein klein bisschen. So ein wenig. Na komm schon, gib mir mal einen Hinweis. Wieder Schritt. Was? Guck mal da vorne. Da ist so ein Schatten. Alter Schwede. Ja, ja, ja. War nix, ne? Nein. Nein, nein, nein. Da war nix. Alles gut. Nicht erschrecken, Leute. Bäh. Warte mal, ich will nochmal hoch in die Kinderzimmer. Also in das Kinderzimmer. Vielleicht hat sich da was Neues getan. Oh Gott, oh Gott. Nee. Vielleicht kriege ich ja hier neue Batterien. Was waren das eben? Ich glaube, so langsam habe ich auch hier keine... Oder? Habe ich jetzt alle Türen geöffnet? Könnte gut sein, dass ich wirklich keine verschlossene Tür mehr im Haus habe. Bis auf die Kellertür, die natürlich nicht aufgeht. Psst. Eine Zippe. Oh, hier war ich auch schon ewig nicht mehr. Oh. Einmal war ich hier, glaube ich, drin. Ne? Klar. Ach komm, ich nehme sie mit. Pfeif drauf. Ob ich jemals wieder hierher komme, ist die Frage, ne? Guck mal, das ist nicht mal ein Schlafzimmer hier. Das ist nur so ein Ankleidezimmer oder was. So ein Schminkzimmer. Wie dekadent. Ah. Hier nichts mehr. Ich bräuchte, glaube ich, nochmal einen Tipp. Mein lieber Protagonist, wo hast du denn was gesehen? Oder gehört? Irgendwas bemerkt? Im Schachtzimmer hier vielleicht? Ich meine, es kann doch nicht sein, ich habe doch alles schon mal abgesucht. Irgendwo muss ich was getan haben, einfach. Was bewegt. Ich muss weitersuchen. Der Rest vom Foto muss irgendwo sein. Ja, das ist irgendwo. Ja.
Das wissen wir schon. Das wissen wir, das wissen wir. Aber wo? Na? Ich mache immer wieder Licht. Hihi. Da freut sie sich. Wo ist hier noch ein Stück Foto? Das gibt's doch gar nicht, Leute. Und dass der Clown weg ist, das macht mich auch ganz nervös. Er hat mich noch nicht einmal erschrocken hier. Ah, da ist es doch. Aha. Ein Teil fehlt noch. Ich erinnere mich an die Aufnahme, aber irgendwas fehlt in meiner Erinnerung noch. Okay. Vielleicht das letzte Teil. Vielleicht fehlt das noch. Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. Park 28. Ist hier vielleicht irgendwo neue Batterien jetzt für mich? Habt ihr? Nein. Ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, dass man vorher schon das Foto findet, bevor es Nacht ist. Wenn das ginge, wäre es ja zu einfach, oder? Ich will wirklich wissen, was mit dir nicht stimmt. Ich glaube, bis wir das rausfinden, wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich renne jetzt einfach mal die ganze Zeit rum, solange es noch ein bisschen heller ist. Ah, vergesst das. Wird nämlich schon wieder richtig dunkel gerade. Ah! Mäuschen! Mann! Warum schrecke ich mich denn auch? Ich hab doch gewusst, dass die wieder hier drin sind. Die sind immer im Bad, die Viecher. Immer, da sind die immer. Was war das denn? Aha. Wo? Wupp. Du machst nichts. Erst 9. Du bist aber auch wieder da, ne? Oh, was? Ich hab doch gar nicht... Ich hab hier nur laufen gehört. Was war das denn? Willst du mich verarschen? Komm, Satan. Sei mal nicht so. Das ist 10. So, bitteschön. Wieder ein bisschen Licht hier. Nee. Ist nicht. Da ist nix. So. Ja, das war nur der Tisch. Ich dachte, da liegt was. Na, bist wieder da? Nee, er ist weg. Okay, ist er halt weg, der Clown. Ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Es ist 11. Vielleicht noch was Neues für mich. Ein Foto oder so. So ein Stück von dem Foto. Bitte. Ich kann ja schon wieder was rumrennen, ne? Oh Gott. Das ist quietschen. So, es ist 12, okay? Mach jetzt was.
Hier raus. Eins. Zwei. Und jetzt wieder rein. Wenn es bis zum letzten Part nicht so ist, dass was passiert, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben, was passiert wäre. Dass ich es zumindest weiß. Wäre nett von euch. Voll nett. Wie wäre es nochmal mit einem Hinweis, bitte? Der lässt sich aber auch immer Zeit, ne? Ist ja nicht so, als wenn es hier 5000 Räume, die ich absuchen muss, bis ich was finde. Oder auch nicht. Gut. Gut. Könnte man hier Fotos verstecken? Ich meine, muss ja irgendwo sein, wo ich schon mal war. Da ja jede Tür schon aufgesperrt wurde von mir. Ich sehe das auch nicht auf Anhieb. Wo ist noch ein Foto? Nix. Ah. Psst. Ihr blöden Zippen. Vielleicht sogar hier im Anfangsraum. Ah! Blöde Sau. Oh Gott. Ja, das ist lustig, ne? Gewusst, dass er mal irgendwann wieder hierher kommt. Will der Arschclown. Wo in Gottes Namen ist der letzte Teil des Fotos? Ja, das sage ich doch. Sage ich schon die ganze Zeit. Ich sollte mich noch mal in der Küche im Obergeschoss umsehen. Das hat ja gedauert. Okay. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was rausgeschnitten, habt ihr bestimmt gemerkt, also es tut mir sehr leid, aber irgendwie ist nichts passiert und das fand ich doch ein bisschen schade. Also gar nichts, es war nicht mal wirklich unheimlich. Ich bin hier nur blöd rumgerannt. Da ist die Küche, oder? Das ist doch die Küche. Bin doch nicht bescheuert. Ach, guck mal, da liegt's doch. Meine Güte. Endlich! Alle vier! Schön. Es fällt mir wieder ein. Es war die Puppe. Mit ihr hat alles Böse in diesem Haus begonnen. Ich hab's mir doch gedacht. Oh, Kinder. Tag 29. Na gut, ich werde hier aber mal beenden. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn nicht so viel passiert ist, leider. Langsam rennt mir die Zeit davon. Ich brauche den Schlüssel zum Friedhofstor. Oh Gott, oh Gott. Ja, das machen wir aber nächstes Mal. Naja, ich würde mich selber ein bisschen Liebe freuen. Und auch wenn ihr wieder einschaltet zu Pineview Drive.